Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Tackle Talk Video hier auf meinem Kanal. Ich will euch heute das neue Schmuckstück der Shimano Routen Range vorstellen, die TX9B. Hier das 12 Fuß 3 Lips Modell. Halten wir es kurz und knapp. Ich gehe ganz kurz auf die Route ein, will auch hier kein 10 Minuten Video drehen, sondern euch nur ganz kurz und knapp die Route vorstellen. Ja, wie ihr seht, ist ein Vollkork-Modell. Der Vollkork ist hier kurz abgesetzt. Da steht die Länge der Route und die Testkurve drauf. Und ich finde dieses abgesetzte Stück finde ich sehr gut, denn da kann man auch den Routenhalter mal wirklich fest einklippen und ja, Hook-and-Hold angeln, oder man braucht wirklich einen festen Routensitz, bietet sich das definitiv an. Ja, die Route hat eine abgesetzte Endkappe, das ist hier so ein bisschen von der Optik her ein bisschen anderer Kork, hat eine Edelstahl-matte Endkappe mit der Tribal-Gravur hinten drauf. Ja, Fuji DPS Rollenhalter hier mit der neuen Ultegra XTE von Shimano. Der High Modulus Vollcarbon Blank mit der Spiral X Technologie von Shimano ist sehr edel und schön mit blauen Wicklungen abgesetzt. Auch eher dezent. Wird ausgeliefert mit diesem Line Clip und kommt, finde ich auch mega cool, in einem wirklich brauchbaren Einzelfutteral. Also es ist kein dick gepolstertes Einzelfutteral, aber ist auf jeden Fall brauchbar, wenn man nicht allzu viel Polster braucht und die Route wirklich vielleicht nur im Auto und nicht auf dem Boot oder so transportiert. Also definitiv ein Fortschritt zu diesen ja, handelsüblichen Zwei-Part-Futteralen, die man kennt. Ja, die Route hat einen 50er Starterring und einen großen Anti-Frap-Spitzenring, durch den man auch, wenn man mal irgendwie die E-Spule wechseln muss, eine vormontierte Spule mit einem LED-Clip und Lead-Core oder Anti-Tangle-Tube, was auch immer, durchbekommt. Das finde ich immer sehr wichtig. Vorher musste man da teilweise, wenn die Ringe nicht groß genug waren, die LED-Clips dann nochmal abknipsen und nochmal neu knoten und machen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja. Es gibt unterschiedliche Modelle, 10 Fuß, 12 Fuß in den gängigen Testkurven und natürlich wie bei Shimano üblich die Intensity-Modelle, die halt einfach noch mehr Kraftreserven für wirklich weites Long-Range-Fischen und ja, Kraftwürfe auf weite Distanz mitbringen. Ja, kurzes, knappes Video, wird ein paar mit Sicherheit Bilder jetzt noch geben von den Routen, ein paar Detailshots. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Was würdet ihr vielleicht in Zukunft von Shimano gerne sehen? Was interessiert euch? Hat euch das Video gefallen? Lasst mir Feedback da, vielleicht ein Abo und ein Like. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann.